Wisst ihr, als wie ich nach Berlin gekommen bin, habe ich auf einmal mehr Verantwortung bekommen. Ich bin mittlerweile Pastor von 2 Kirchen, habe eine Frau. Und so muss man viel mit Menschen kommunizieren. Und Menschen, die mich länger kennen, wissen, ich kommuniziere gern. Aber gern und gut ist ein großer Unterschied. Und ich bin Weltmeister darin, Dinge in meinem Kopf zu haben und der Person die so weiterzugeben, als wenn sie das auch gelesen hätte. Zum Beispiel schreibt mir einer und sagt, hey, heute Abend um 18 Uhr ins Fitnessstudio. Und ich sage zu meiner Frau, hey, mit dem Bibellesen müssen wir heute ein bisschen verschieben, 20 Uhr, so, weißt du? Und die hat aber die gar nicht im Kopf, warum ich das ihr sage. Und dann guckt sie mich an und sagt, hä? Für mich ist es dann so total logisch. Ist doch klar, ich gehe 2 Stunden ins Fitnessstudio, danach habe ich für sie Zeit. So, und sie, oder mein Team ist noch viel schlimmer. Vor kurzem sind wir umgezogen, so wie ich hier, in eine neue Location. Darüber erzähle ich noch gleich mehr. Und ich habe einfach geschrieben, seid pünktlich 15 Uhr da. Und für mich war das klipp und klar die neue Location. Ist doch logisch, oder? Hallo, wir haben eine neue Location. Ich habe überall gesagt, wir haben eine neue Location. Und ich habe geschrieben, seid um 15 Uhr da. Und um 15 Uhr kriege ich einen Anruf und sage, die Türen sind verschlossen. Ich so, bitte? Ich bin sonst einer Stunde hier. Ich warte auf euch. Nein, wirklich, alle Türen sind zu. Ich so, wo seid ihr? Ja, wir sind da und da. Ich so, hallo. Ich habe gesagt, die neue Location. So, nein, das hast du nicht gesagt. Ich so, also wisst ihr, es ist ein großer Unterschied zwischen kommunizieren, was man sagen will, und kommunizieren, was man denkt. Und das ist mir oft aufgefallen, in Marzahn, wo wir jetzt unsere Teenie-Kirche gegründet haben und seit 2,5 Jahren da unterwegs sind, da kennen die Gott nicht. Das ist atheistisch, da gibt es kaum jemanden, der schon Vorahnung hat. Und ich bin da hingekommen zu einem christlichen aus der Bibelschule, Background, und ich dachte mir, wenn ich denen einfach dieses christliche Geschwafel hinmache, Jesus liebt dich, er hilft dir, er befreit dich, er ist für dich gestorben. Da gucken die mich an und sagen, was? Wer ist für mich gestorben? Ich habe nicht in der Zeitung gelesen, dass jemand ermordet wurde. So, wisst ihr, was ich meine? Die wussten das gar nicht. Die haben diesen Background, haben die überhaupt nicht. Und ganz oft unsere Nachbarschaft, unsere Leute, die wir uns rum haben, ich glaube, die haben diesen Background, ich weiß ganz genau, den Background, den wir haben, haben die überhaupt nicht. Und deswegen habe ich heute eine Predigt dabei und ich nenne sie Umparken im Kopf. Ja? Wir müssen wieder anfangen, umzudenken und zu sehen, dass wir kommunizieren müssen, dass die Leute um uns herum verstehen. Dass wir kommunizieren müssen und dass sie verstehen, wer dieser Jesus ist, dass er eigentlich voll cool ist und dass es eigentlich nichts Besseres gibt, mit ihm zu leben. Ich habe heute, als ich reingekommen bin, öfters den Satz gehört und gar nicht schlimm, ich finde den Satz richtig gut. Wie schön, wenn es der Raum eines Tages voll wäre. Und ich habe gelernt, so Ziele, weil den Raum, wo ich jetzt reingezogen bin in der Teenie-Kirche, das ist eine evangelische Kirche mit 250 Sitzplätzen. Und ich denke mir auch manchmal so, wie schön wäre, wenn eines Tages dieser Raum voll wäre mit Jugendlichen. Es war jetzt so, ich habe vor 4 Monaten meine letzte Location gekündigt bekommen, ziemlich kurzfristig, und musste dann 4 Monate rumreisen. Und immer auf einen Pastor hoffen, dass er mir einen Raum gibt. Und dann bin ich da rein, habe alles aufgebaut und wieder weg. Und es war halt alles im nächsten oder im übernächsten Stadtteil. Das war nicht so optimal. Gott hat uns echt gesegnet. Ja, die Teenager, die Stammteenager, die sind immer mitgekommen in alle Locations. Und wir konnten die Zeit richtig, richtig gut nutzen, um so einen Kern zu bauen. Wir konnten richtig gut reinreden. Wir konnten in ihr Leben sprechen. Wir konnten uns Zeit für sie nehmen. Und jetzt sind wir Marzahn-Mitte wieder. Marzahn-Ghetto, mittendrin, genau an der Straßenbahnstation, die genau mittendrin ist, 2 Stationen von überall Marzahn, bist du direkt in der Marzahnkirche Nord. Und schon diesmal, nach 2 Mal, haben meine Mitarbeiter zu mir gesagt, Aaron, wir müssen wieder ein bisschen mehr aufpassen. Die Kriminalität steigt jetzt schon. Ich so, ja, hallo. Wolltet ihr ins Ghetto oder wollt ihr nicht? Wir können auch wieder zurückgehen. Wir können auch nach Friedrichshain gehen, da gibt es halt nur Millionäre. Ich dachte, wir wollten ins Ghetto. Ja, ich so, ey, wir haben die Zeit genutzt, die letzten 4 Monate, um unser Kernteam zu machen. Und die sind richtig stark geworden. Unsere Teenager, die lieben Jesus. Und jetzt lassen wir sie los. Hallo, die müssen doch jetzt ihre Nachbarn einladen, die müssen ihre Freunde einladen. Und wenn wir dafür dann halt mal eine Toilettenschüssel mehr zahlen müssen, dann ist es halt so. Oder Wände, ihr Hobbys Wände anmalen. Also ich bräuchte einen Streichertrupp jedes Mal, wenn ich da bin. Aber wisst ihr, und ich glaube, so wie ich heute im Lobpreis stand,
ist, dass ihr in einer ähnlichen Situation seid. Ihr hattet jetzt diesen schönen, nicht sehr gut sichtbaren Raum in dem Keller und ihr hattet Zeit, eine Gruppe zu werden. Ihr hattet Zeit, ein bisschen unter euch zu sein. Ich weiß nicht, wie oft sich jemand da reinläuft. Einfach so, oh, komisch, da ist ja im Keller was, ich gehe mal runter. Kam das oft vor? Ich werde euch versprechen, umso länger ihr hier seid, umso öfter wird es passieren. Heute war schon jemand da, der hatte leider keine Zeit mehr und weil wir kein Bier da hatten, war halt auch nicht so glücklich. Aber das habe ich nicht erfunden. Das hat er zu mir gesagt. Ich lüge nicht. Und das ist gar nicht so schlimm. Ich habe in Marzahn nur mit solchen Leuten zu tun. Die Liebsten, das sind die ehrlichsten Menschen. Mit denen kannst du reden, das sind voll cool. Ich liebe sie über alles. Es wird aber öfters vorkommen, dass hier einfach jemand reinläuft und sagt, was macht ihr? Wer seid ihr? Warum steht da Jesus liebt dich draußen? Wisst ihr? Aber ihr hattet jetzt die Zeit der Vorbereitung. Ihr hattet die Zeit, ein Team zu werden, stark zu werden. Und jetzt geht's los. Und ich habe mal so eine kleine Veranschaulung mitgebracht. So eine etwas lustige. Aber ich glaube, der Raum, der hier, der könnte 2-3 Mal am Sonntag voll werden, wenn wir ein paar kleine Dinge beachten. Ja. So ganz kleine Dinge. Und die hören sich so riesengroß an. Aber die will ich euch heute einfach lustig und ein bisschen rüberbringen und sagen, ey, wenn wir nicht anfangen, unseren Nachbarn zu erzählen, dass Jesus sie liebt und dass wir in den Gottesdienst gehen, dann kommen die auch nicht. Sehr selten, dass die rein. Es werden Leute vorbeikommen, reinlaufen, aber einfach so, ohne Beziehung, ist ganz schwer, Leute in die Kirche zu bekommen. Das merke ich immer zahlen. Wenn die nicht jemand Zweites oder jemand Drittes kennen in der Kirche, dann kommen die nicht einfach rein. Und weißt du, Pastor Joe, kann ich dich mal kurz gebrauchen? Komm mal schnell vor. Und du kommst auch mal ganz kurz vor. Komm mal ganz kurz vor. Stell dich mal hier hin und guck Richtung Wand. Richtung Wand gucken. Du darfst nicht umdrehen. Ja, nicht umdrehen. So, Pastor Joe, du musst dich hier hinstellen und so verhalten wir uns meistens, glaube ich. Du musst dich jetzt hinstellen und du musst mir jetzt einen typischen Beruf, den man ganz leicht erraten kann, pantomimisch vormachen. Ja? Typischen Beruf. Irgendwas. Oder irgendwas, was man sofort erkennt. Und irgendwas. Ich weiß nicht, ob man das sofort erkennt, aber ist okay. Wir haben einen Arzt hier, der wird es erkannt. Du darfst doch nicht sagen, das darf er nicht wissen. Okay, nochmal. Mach was anderes. Was anderes? Ja, jetzt hast du gehört, der weiß es ja jetzt. Ah, er muss nicht erraten. Ja. Okay, das wissen wir alles. Stell dich hin. Und wisst ihr, jetzt musst du dich umdrehen. Wir tun uns ganz oft so verhalten. Wir wissen jetzt, ich weiß jetzt, was es ist. Ich weiß jetzt, ihr wisst alle, was es ist. Aber weißt du, ganz oft habe ich mich selber erwischt, tue mir jetzt so verhalten, wir drehen uns nicht um und sagen, ey, was hat der vorgemacht? Jetzt komm, sag doch, du musst so wissen. Pizza-Bäcker. Der hat Prediger vorgemacht. Versteht ihr, ganz oft sehen wir das und wir wissen es ganz genau und wir wollen, dass der Nächste hinter uns das auch weiß, aber wir drehen uns nicht zu ihm und zeigen es ihm. Das ist so einfach, umparken im Kopf, einfach mal dran denken, einfach mal sich umdrehen und zu machen. Wenn ich jetzt vormache, das war jetzt schlecht. Oder wenn er jetzt so Geigenspielen gemacht hätte und ich hätte mich umgestreht und hätte so gemacht, hätte ich sofort gewusst. Ich will nur euch mit dem Bild kurz zeigen. Dankeschön, kannst du wieder hinsetzen. Das sieht ein bisschen lustig aus. Aber wenn wir uns nicht, wir wissen es ganz genau, aber wenn wir uns nicht umdrehen und dem Nächsten sagen, wie sollen die es wissen? Ich bin 100% von überzeugt, der Pastor Joe, der würde gerne jedem von euren Freunden das Wort Gottes erzählen. Aber er kann es nicht, weil ihr es nicht einladet. Der kann doch eure Freunde nicht alle kennen, das wäre ein bisschen komisch. Der hat eine Familie, der muss sich ein bisschen, der kann ja nicht. Und wisst ihr, in Römer 10, Vers 17 steht, es bleibt dabei, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus sagt. Also ganz einfach. Du kannst nur glauben, wenn du es gehört hast. Und das Hören musst du dadurch, dass jemand predigt. Aber wenn wir den Leuten gar keine Chance geben, zuzuhören, wie sollen die das machen? Und dann sagst du, oh Aaron, das Wort Gottes weitergeben, da muss man Theologie studieren und dann muss man sich 40 Stunden hinsetzen, eine Predigt schreiben und so weiter und so fort. Ich bin davon überzeugt, die besten Predigten sind die, wenn du morgens die Bibel liest,
und es in dein Herz irgendwas reingepflanzt wird. So krass, so habe ich Jesus noch nie gesehen. Und das einfach dem Nächsten weitererzählst. Das ist die beste Predigt. Mal sagen, du müsstest dann halt morgens Bibel lesen. Und prozentualer Christen heißt, dass nicht so viele Leute morgens Bibel lesen. Also wenn du morgens die Bibel liest, dann kannst es in dein Herz reinkommen und du kannst es einfach weiter predigen. Und ich glaube, das ist besser als jede 3 Punkte strukturierte Predigt mit 3 Unterpunkte und dann Anfang und Schluss, ist, wenn du einfach die Bibel erlebt hast und es einfach weitergibst. Einfach eine Geschichte, so ey, einfach sagst, oh, ich war krank, heute Morgen ging es mir nicht gut, ich habe gebetet für Kraft, weil in der Bibel steht, den Schwachen gibt Gott neue Kraft und mir ging es auf einmal wieder gut. Wisst ihr, was soll dein Arbeitskollege oder dein Freund dann sagen? Soll der sagen, nö, dir geht's immer noch schlecht? Wisst ihr, wenn wir die Bibel einfach erleben, und ich habe noch eine coole Geschichte aus der Bibel, und im ersten Sinn, wenn wir die uns jetzt mal angucken, macht die überhaupt keinen Sinn zu dem Thema, aber ich werde es euch erklären. Und zwar, Jesus hat es auch geliebt, in Geschichten zu erzählen. Und eine Geschichte davon war, er hat gesagt, das dauert zu lange, bis ich es vorlese. Ein Mann geht in Urlaub oder geht auf Reisen und er holt 3 Leute und dem ersten gibt er 10 Talente, dem zweiten gibt er 4 Talente und dem letzten gibt er 1 Talent und sagt, arbeitet damit, ich komme wieder irgendwann und dann gucken wir eure Resultate an. Kennt ihr die Geschichte? Kennen alle, oder? Das Spannende ist, dass 2 davon sich gleich verhalten und der dritte nicht. Wir gucken uns erstmal den ersten an. Der erste sagt nämlich in Vers 16, der Diener, der 5 Talente hatte, begann sofort damit zu arbeiten. Sofort. Und ich glaube, das ist der erste Punkt, den ich aus der Geschichte raushöre. Wir sollten sofort anfangen. Wenn du was in deinem Herzen hast, mach dir nicht Gedanken drüber, oh, vielleicht kann ich das morgen, übermorgen, übermorgen, sondern versuch, wenn du heute jemanden triffst, erzähl ihm sofort, ey, ich habe heute gehört. Weil umso weiter es fortgeht, umso schwieriger wird es. Und in der Bibel steht, er hat sofort angefangen, mit seinen Talenten zu arbeiten. Und wir wissen am Schluss, er hat es verdoppelt. Es gibt ja im christlichen Fachjargon das schöne Wort Kairos. Kennt ihr das Wort Kairos? Kairos, das ist der Moment, der Moment Gottes. Und die Griechen, die haben das genutzt, um daraus eine Gottheit zu machen. Und das ist der Gott Kairos. Zeig mal das erste Bild. Das ist der Gott Kairos. Ja? Ein bisschen komisch gemacht. Aber seine Frisur spricht Bente. Also ihr würdet behaupten, das ist eine heutzutage rennt man so nicht mehr rum. Aber ich finde, dieses Bild, wie die Gottheit Kairos gemacht haben, spricht so viel darüber, wie wir Menschen begegnen sollten. Und zwar heißt es, den Kairos-Moment, den musst du quasi, daher gibt es das Sprichwort, am Schopf packen. Ja, du musst die Chance am Schopf passen. Das ist der Kairos-Moment. Und die Griechen haben das noch einen Tick weiter getrieben und die haben gesagt, wenn du den Kairos, den Gott Kairos am Schopf packen willst, dann musst du, bevor er auf dich zukommt, bereit sein, um seine Haare zu packen. Weil wenn du zurückgreifst, ist nur noch eine Glatze. Ist kein Blödsinn. Deswegen sind vorne die Haare. Dass wenn der Gott Kairos auf dich zukommt, du musst, bevor er an dir vorbeikommt, ihn packen an seinen Haaren. Weil zurück geht's nicht mehr. Und das ist der Moment in Kairos. Wisst ihr, Gott spricht manchmal zu uns und sagt, erzähl der Person, was du auf dem Herzen hast. Und ganz ehrlich, wer von euch hat sich schon mal erwischt zu sagen, nein, das meine ich. Nee, das nicht. Aber wisst ihr, habt ihr schon mal geschafft, dann zurückzugehen und der Person das dann zu erzählen? Also ich habe es noch nicht geschafft. Es tut mir leid. Ich habe es noch nicht geschafft. Und deswegen glaube ich, dass wir uns, dass es der erste Punkt ist, wo wir uns Gedanken machen sollten, über sofort. Ich habe einen schönen Satz gehört. Das Lieblingsmöbelstück vom Teufel ist die lange Bank. Weil ich glaube, der Teufel, der hat keine Angst, dass wir die Dinge weitergeben. Sondern ich glaube, der hat Angst, wenn wir die Dinge sofort weitergeben. Wisst ihr? Der Teufel, der kann uns nicht verbieten, das weiterzugeben. Der kann uns das nicht wegnehmen.
Wir haben das erlebt. Das Einzige, was er machen kann, ist uns einzuschüchtern, dass wir es nicht sagen oder zu einem unpassenden Moment sagen. Aber wenn wir dem Teufel gar nicht erlauben und sagen, ey, du willst nur mich auf die lange Bank schieben, ich glaube, dann passieren Dinge, die sind unheimlich wertvoll. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, kommen wir zum zweiten Punkt, und das ist immer noch der gleiche Vers, da heißt es, er verdoppelte von 5 auf 10 und der zweite verdoppelte von 2 auf 4, wenn ich mich nicht, also beide haben verdoppelt. Und da habe ich mir das angeguckt, dachte mir, krass, die verdoppeln, was sie haben, da muss auch irgendwas dahinter stecken, irgendein geistliches Input, irgendwas, Gott würde noch nicht zwei Leute verdoppeln lassen. Und da habe ich mir eine kurze Rechenaufgabe überlegt. Überlegt euch mal, ich würde heute jemanden mit zum Gottesdienst bringen. Ja? Ich und eine zweite Person, wir sind zu zweit. Und nächste Woche bringt er und ich wieder jemand mit. Und die Woche drauf bringt wieder jemand, jeder, der neu gekommen ist, wieder jemand mit. Versteht ihr? Was denkt ihr, wie viele Wochen bräuchten wir, um den Saal voll zu machen? So viele Stühle, wie hier sind. Wie viele Wochen bräuchten wir, um den Saal voll zu machen? Versteht ihr das Rechenbeispiel? Eine Person mitbringen immer nur. Immer nur eine Person. Und die Person bringt eine neue Person mit. Und die Person bringt wieder eine neue Person mit. Das ist natürlich Theorie. Aber wir bräuchten 7 Wochen, dann wäre der Saal komplett voll. 7 Wochen. 7 Wochen, alles wäre voll. Wenn wir jede Woche theoretisch die perfekte Zahl machen würden. Und deswegen will ich euch motivieren. Es sieht groß aus, alle Stühle voll zu machen. Da hinten sitzt gar niemand. Hier sitzen wir, hier. Das ist, oh, so viele Lücken. Aber wenn wir anfangen, einfach uns zu verdoppeln und sagen, ich bringe eine Person mit, das ist mein Ziel. Dein nächstes Ziel ist nicht, den Raum voll zu bekommen, sondern das nächste Ziel ist eine Person, die treu kommt. Eine einzige Person. Und wenn ich die Person so weit habe, dass sie eine neue Person mitbringt, dann bringe ich wieder eine neue Person mit. Wisst ihr, es ist schön und gut, als Gemeinde eine riesen Vision zu haben. Aber wenn wir nicht anfangen, kleine Schritte zu gehen, dann kommen wir nicht an. Wenn wir nicht anfangen, so runterzubrechen, so klein wie möglich runterzubrechen, das ist so frustrierend. Ich will in Marzahn ein Gemeindezentrum hinbauen, wo wir 7 Tage die Woche Programm haben, wo wir einfach die Leute prägen können. Aber wenn ich jetzt nicht anfangen würde, freitags Gottesdienst zu machen und mittwochs eine Sporthalle zu mieten, um wenigstens Fußball zu spielen mit denen, dann würde ich nie zu dem Ziel kommen. Glaubt ihr wirklich, dass es BUM, da ist ein Gemeindezentrum, hier ist der Schlüssel, geh rein, Mitarbeiter sind da, Leute sind da, Geld ist da, kannst sofort anfangen. Das wird nie passieren. Nie. Du musst immer nur einen Schritt nach dem anderen gehen. Und ich glaube, den größten Schritt habt ihr schon gemacht, weil ihr seid sichtbar. Also wenn das nicht sichtbar ist, was dann? Oder? Was sonst? Und jetzt will ich euch als zweiter Punkt, will ich euch motivieren und sagen, fang einfach an, dich selber zu verdoppeln. Fang einfach an zu sagen, das, was ich habe, ich rate selber, ich bringe eine Person mit. Und dann bringe ich wieder eine Person mit. Und dann bringe ich wieder eine Person mit. Und denk nicht daran, oh, ich muss 100 Personen mitbringen, dass der Raum voll wird. Eine Person reicht erstmal. Wenn jeder von euch eine Person mitbringen würde, dann wäre nächste Woche doppelt so viele Plätze besetzt. Überlegt euch mal. Und wenn die Woche drauf wieder, also ihr versteht es, ja? Ihr versteht das Beispiel. Ich bin da vollkommen überzeugt. Und ich predige das zu meinen Teenagern immer und immer wieder. Ich so, ich komme gar nicht hin, wo ihr seid. Ich kenne eure Freunde gar nicht. Das Einzige, was ich machen kann, ist einen Platz zu schaffen, wo die sich wohlfühlen und kommen können. Ich kann eine Person vielleicht auf der Straße beim Sport ansprechen und sagen, ey, richtig cool, Teenie-Kirche, kommst vorbei. Aber so alle habe ich keine Chance. Deswegen will ich euch motivieren, guckt in eurem Freundeskreis, geht einfach rum und sagt, ich lade dich ein, ich gehe mit dir zusammen zum Gottesdienst. Manchmal hilft es auch zu sagen, ey, wir gehen Gottesdienst, danach gehen wir was essen, ich lade dich ein. Jesus hat es genauso gemacht. Jesus hat die Leute geholt, hat ihnen Essen gegeben. Und ich glaube, das ist keine Bestechung. In meinen Augen ist es keine Bestechung, weil man tut ja der Person eigentlich schon was Gutes. Es geht weiter, die Geschichte, weil der Mann kommt zurück. Die erste Person hat verdoppelt. Die zweite Person hat verdoppelt. Die dritte Person, was ist mit der passiert?
hat es eingegraben und hat es wieder ausgegraben. Und in diesem, Aussage stecken zwei Punkte, die gewaltig sind. Das erste ist nur so ein kleiner Nebensatz. Der sagt dann zu ihm, zu Jesus, also Jesus, es soll ja Jesus darstellen, er sagt dann zu der Person, du bist ein Ungerechter, du nimmst, was du nicht siehst und du knechtest und so schlimm und so fort. Und im Endeffekt passiert genau das, was er gesagt hat. Und daraus sehe ich, das ist nur ein ganz kleiner Punkt nebenbei, deine Worte, die er macht. Er hat diese Person so beschrieben und so wurde die Person. Wisst ihr, was ich meine? Die Person, er sagt, du bist eine ungerechte Person, du nimmst, was du nicht siehst. Und er hat das genauso umgesetzt. Weil wisst ihr, wir sind auch manchmal selbst entscheidend, selber schuld oder müssen uns selber dafür verantworten, wie unser Bild zu Gott ist. Wie ist unser Bild zu Gott? Ist er dieser Harte, der Böse, der uns alles verbietet? Und der will auch noch 10% von meinem Lohn? Boah, ist das ein böser Gott? Oder haben wir einen guten Gott, der für mich da ist, in der tiefsten Not noch seine Hand unter mir hält, der mir 90% gibt zum Leben, der guckt, dass ich immer alles habe, wenn ich mich erst um ihn kümmere. So, wisst ihr, Gott ist so oft so negativ. Vor kurzem habe ich irgendwie Marzahn durchgelaufen und da war so eine Person, da hast du am Äußeren angesehen, sie ist nicht ganz so christlich. So, hast du ungefähr gesehen. Und dann habe ich zu der Person gesagt, ja, komm doch mal zur Teenie-Kirche. Und dann sagt die Person, ich glaube nicht, dass Gott würde, dass ich in sein Gotteshaus gehe. Ey, wir haben ein Image-Problem. Wir haben echt ein Image-Problem. Wenn die Leute denken, sie sollten nicht in die Kirche, dann haben wir hier einen exklusiven Club geschaffen, wo sich die anderen Leute nicht reintrauen. Die Leute sollten doch hier reinkommen und sagen, hier werde ich angenommen. Überall anders werde ich abgestoßen. Wir haben Leute, eine Frau, die mit einer anderen Frau zusammen ist, die kommt nicht mehr, weil sie mir felsenfest sagt, ihr könnt mich gar nicht lieben, weil in anderen Kirchen wurde ich auch nicht geliebt. Das Problem habe ich. Ich würde sie so gern mit in die Klinik, die dürft jeden Freitag kommen. Ich würde mich um sie kümmern, alles. Aber weil wir ein Imageproblem haben, weil wir Christen so böse sind und alles verurteilen. Es gibt Sünden, man muss die Sünden klar ansprechen und ich will nicht sagen, dass wir die Sünden verharmlichen sollen. Aber unsere Gottesdienste, unsere Atmosphären, die sollte familiär sein. Dass jeder kommen kann. Dass jeder sich erstmal wohlfühlt. Meine Mama hat immer zu mir gesagt, ich lasse den Aaron hingehen, wo er will. Er hat ein paar Regeln, aber ich lasse ihn auf jede Party, weil ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Weil wenn der heimkommt, erzählt er mir eher alles, was er gemacht hat. Wisst ihr, wenn wir so eine Beziehung haben und wenn wir so das schaffen, dass die Leute kommen und uns einfach erzählen, was sie machen, dann haben wir ihr Vertrauen. Und da ist es ganz nah, dass wir Gottes Same sehen können. Der letzte Punkt, den ich ansprechen will, ist die Verteilung von den Talenten. Es gibt einmal 4 Talente, einmal 2 und einmal 1 Talent. Wenn ich mich nicht irre, es kann sein, dass ich mich die ganze Zeit irre. Stimmt das? 4, 2, 1, oder? 5, 2, 1. Ich bin Theologiestudent. 5, 2, 1. 5, 2, 1 was. Ich dachte immer, und ich habe auch alle Predigten, die ich bis jetzt gehört habe, dachte ich, dass sie hier sprechen von Talenten, von Gaben, von Befähigung. Wisst ihr, was ich meine? Der hat 5 Dinge, die er richtig gut kann. Der andere hat 2 Dinge, die er richtig gut kann. Und der andere hat 1 Ding, das er richtig gut kann. Und bis ich da mal... Ich tue gern, wenn ich Predigt vorbereite, 4, 5, 6 Kommentare nebeneinander, nicht Kommentare, Bibelübersetzungen nebeneinander lesen und dann auf einmal zu diesen, ja, es gibt ja Übersetzungen und es gibt Interpretation. Und in so einer Interpretation stand auf einmal, was von Geld. Ich so, hä? Ich habe das nie so gesehen. Ich dachte immer, das ist Talent. Und dann habe ich mich befasst damit und Talent... Machen wir nur die erste Folie. Ein Talent, nächste, sind 600 Drachmen. 600 Drachmen. Und 600 Drachmen waren früher, lass mal die Folie nicht weitermachen, 36, okay, da haben wir ein Wort vergessen, Jahreslöhne. 36 Jahre Löhne eines Soldaten. 36 Jahre Löhne eines Soldaten. Also,
Der erste hat 10 Jahreslöhne bekommen, 5, am Schluss 10. Der zweite hat 2, am Schluss 4 Jahreslöhne bekommen. Ne, 4 mal 36 Jahreslöhne. Und der letzte sagte, mir ist es nicht wert, ich tue es einfach einbuddeln. Ist nicht so viel. Wahrscheinlich war der ein richtig guter Christ und sagt, ah, ich kann richtig gut Kinderstunde machen und das ist voll meine Passion. Und dann kommt er rein und sieht, oh nein, der kann ja Kinderstunde machen und kann gut singen. Dann mache ich lieber nichts. Und der kann auch noch predigen und kann gut mit Geld umgehen. Dann mache ich erst recht nichts. Ich glaube, der war einfach eifersüchtig. Der hat 4, 5 bekommen, der hat 2 und ich. Ich werde am wenigsten geliebt. Ich bekomme am wenigsten. So verhalten wir. Sei mal ehrlich. Sei mal ehrlich. Hat sich noch nie jemand so verhalten und hat gesagt, ich kann vielleicht eine Sache gut, aber die anderen können 2 Sachen gut. Wenn wir das umrechnen, wenn wir das umrechnen auf die heutige Inflation, mit allem mit eingerechnet, und von 36 Jahreslöhne eines Soldaten in Deutschland umgehen, und wir gehen davon aus, dass er 2400 brutto bekommt im Monat, das ist realistisch, ich habe nachgeguckt, dann sehen wir bei 36 Jahreslöhne bei 1.036.800 Euro. Hat jeder bekommen. Denkt ihr immer noch, dass es wenig ist? Also ich wäre froh, wenn ich 1 Million hätte. Würdet ihr euch nicht freuen? Ja? Ich will euch zeigen, weißt du, der eine hat 1.036.800 gehabt und der andere hat 2 Millionen irgendwas gehabt, ja? Das heißt, das liest sich so schnell. Er hatte nur ein Talent. Aber der einmal viel und der andere hatte 2-mal viel. Und der andere hatte 5-mal viel. Aber die eine Sache, die ihr habt, die, euer Leben, das ist wertvoll. Und ob du jetzt, weißt du, das, du denkst vielleicht, boah, ich habe nur eins, das ist so wenig. Aber ich sage, wenn Gott dir sagt, ich will dich haben und ich will, dass du für mich arbeitest und du sagst, aber ich bin ja nur der mit dem einen. Also ich persönlich würde lieber die Mille annehmen, bevor ich sage, nö, ich hätte lieber 2 Mille, ich nehme die Mille nicht an. Das ist ja dumm, oder? Aber wenn wir uns das nicht mal runterbrechen, dann überlest mal diese Bibelstelle schnell. Und deswegen würde ich sagen, alles, was du brauchst, um deine Nachbarn zu erreichen, hast du. Alles. Wenn du Jesus im Herzen hast, wenn du gern mit Christen unterwegs bist oder auch ab und zu gern die Bibel liest, ist ein gutes Zeichen, dass du wiedergeboren bist. Ist ein sehr gutes Zeichen. Ist nicht automatisch, ist aber ein gutes Zeichen. Also mit Christen unterwegs sein, Jesus lieben und die Bibel lesen. Ist ein gutes Zeichen, wirklich gutes Zeichen. Das heißt, du bist wiedergeboren, wahrscheinlich, und deine Freunde sollen es auch werden. Und du hast so viel. Du bist so wertvoll. Aber wir vergessen es so oft und sagen, vielleicht der andere ist wertvoller. Das ist der Pastor, der ist Pastor von 2 Kirchen. Der hat 2, so viel. Du hast alles, was du brauchst. Ich will euch jetzt zusprechen. Ihr müsst auf nichts mehr warten. Warum warten? Ihr müsst nicht mehr warten. Ihr habt alles, was man braucht. Das Einzige, was wir anfangen müssen, ist uns zu verdoppeln. Einfach anfangen zu verdoppeln. Und verdoppeln. Und verdoppeln. Im christlichen Fachjargon heißt es Jüngerschaft. Man kann das auch eine Predigt über Jüngerschaft nennen, aber das Wort ist sehr negativ belastet. Deswegen lasst uns einfach reden, wir verdoppeln uns. Wir verdoppeln uns. Und wenn wir uns anfangen zu verdoppeln, dann brauchen wir auch irgendwann einen doppelten Gottesdienst. Oder man braucht einen doppelten. Man braucht immer mehr. Und es ist so einfach. Ich will euch einfach ermutigen heute. Es ist so einfach. Einfach eine Person. Eine Person einfach. Red nicht über 120 Plätze. 120 Plätze sind schön. Aber der Platz neben dir ist im Moment leer. Und der kann nächsten Sonntag voll sein. Und deswegen will ich euch einfach ermutigen, zu sagen, ey, handle sofort. Denk nicht drüber nach, oh, vielleicht kommt ein besserer Moment. Nur mal, handle sofort. Ich habe vor kurzem einen bei mir in der Teenie-Kirche gehabt. Ich hoffe, er sieht das Video nicht. Nein, wenn nicht, ich habe dich lieb. Der ist zu mir gekommen und hat gemeint, ich muss mir noch eine Weile überlegen, ob ich vielleicht hier mithelfe oder woanders. Es könnte ja sein, dass sich eine bessere Chance aufgibt. Und da habe ich gesagt, am Sonntag predige ich darüber. Warten
Hat noch niemand was gebracht. Beginn. Im Deutschen, wir lieben die Autos, nur ein fahrendes Auto kann gelenkt werden. Weißt du, wenn du nie anfängst, dann kann Gott dich auch nicht richten. Zurecht, also in die richtige Richtung bringen. Deswegen, warte nicht ab, sondern handle sofort. Nummer 2, das habe ich nicht vorgelesen, aber das sage ich euch jetzt. Das heißt nämlich, als die 5 und die 2 Talente zurückbringen, heißt es, du warst treu mit dem Kleinen, und du warst treu mit 5 Mille, also das ist schon nicht klein, du warst treu damit, ich gebe dir noch Größeres. Also wenn du dir gerade im Moment vorstellst, ich würde gerne in der Gemeinde mehr Verantwortung übernehmen, dann fang doch einmal an, dich zu verfünffachen. Dann können wir drüber reden. Also mit mir sowieso nicht. Mit mir müsst ihr nicht drüber reden. Das müssen wir mit Pastor Joe reden. Wisst ihr, dann fangt euch doch mal an, einfach in dem Kleinen, den Kleinsten, was du machen kannst, einfach deine Nachbarschaft zu erreichen, deine Freunde. Fangt doch mal an. Weil in der Bibel steht, wenn du damit treu bist, bekommst du neue Aufgaben. Und dann, wenn du im Kleinen treu bist, wirst du groß. Und es ist nicht klein, ich glaube, das ist eine große Sache. Aber willst du Verantwortung, fang an, dich zu verdoppeln. Und das Letzte ist, du hast, was du brauchst. Du hast alles, was du brauchst. Fang nicht an zu überlegen, boah, der redet besser als ich, der sieht besser aus als ich, der hat mehr Bibelahnung wie ich. Ich persönlich glaube, manchmal ist richtig viel Bibelahnung für Menschen auch hinderlich. Ja? Deswegen fangt einfach mal an. Fangt einfach mal an, euren Freunden und Nachbarn zu erzählen. Vielleicht sagst du, ich bin Rentner, ich sehe nicht die Person, aber ich sehe es selber. Wie oft sieht man im Kaufladen die gleiche Person immer wieder? Oder? Also bei mir ist es, wenn ich zur gleichen Zeit ins Fitnessstudio gehe, da sehe ich immer die gleichen Leute. Wenn ich zur gleichen Zeit in Rewe gehe, sehe ich immer die gleichen Leute. Wenn ich zur gleichen Zeit sogar in die Bahn steige, sehe ich die gleichen Leute. Wir sind Gewohnheitstiere. Und fang doch mal an zu erzählen. Bei mir ist es ein bisschen einfacher. Beim zweiten Gespräch wissen die sofort, ich bin Pastor. Ich lenke sofort immer auf, was arbeitest du? Und dann zeigen die mir es und sagen so, was arbeitest du? Und dann sage ich, ich bin Pastor. Ich glaube, meine Physiotherapeutin hat mich abgeschoben, weil ich Pastor bin, aber ist okay, kein Problem. Die müssen einfach wissen. Die müssen wissen, dass wir Christen sind. Die müssen wissen. Ich wurde am Freitagmorgen zum Kaffee eingeladen von einem Nachbar. Der war, ich glaube, in den letzten 10 Jahren nicht im Gottesdienst irgendwo. Und er sagt zu mir, Arun, ich weiß, dass du Pastor bist. Und ich träume davon, dass wir in dieser Straße eine Kirche bauen. What? Du? So, ja, ich hätte gern hier eine Kirche und einen Kirchengemeinderat und dann können wir in den Gottesdienst gehen und uns um die Leute kümmern. Er geht doch selber erstmal in den Gottesdienst, aber das will er nicht. Aber er will, dass ich da eine Kirche aufbaue. Der könnte es niemals mit mir das Gespräch haben, wenn er nicht gewusst hätte, dass ich Pastor bin oder dass ich Christ bin. Und deswegen will ich euch einfach motivieren heute. Vielleicht sagst du, boah, ich habe ja gar nicht so viel aus der Bibel lernen können. Muss man nicht immer. Wisst ihr, wenn eine Saat, wenn die aufgeht, dann ist sie auch ganz lang, sieht man die gar nicht, bis sie rauskommt. Weißt du, vielleicht sind wir gerade in einem Prozess des Wachsens und bald tun wir dann die Erde durchbrechen.